Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial für eine TNT-Kanone. Wir spielen mit Minecraft 1.5, das jetzt neu rausgekommen ist. Und da mein Server noch nicht abgedatet hat, also nicht mein Server, aber der Server, auf dem ich spiele, nicht abgedatet hat, musste ich mir irgendwie die Zeit vertreiben. Also, ich habe hier schon eine Welt vorbereitet. Und ja, wie man sieht, sind die Kanonen vorbereitet. Und ja, also ich zeige euch mal, wie die funktioniert, was die macht. Also, man füllt die mit TNT auf. So. Und dann einfach auf den Knopf drücken. Dann schießt das TNT in hohem Bogen weg. Und weg ist es. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie man eine von denen baut. Die sind nämlich ganz praktisch, aber mein Fraps ist irgendwie ein bisschen verwirrt, aber ja, jedenfalls an sich ganz einfach. So. Man kann das aus jedem beliebigen Material machen, außer Glas, denke ich mal, weil man darauf nicht bauen kann. Und es sollte nicht zu lang sein, weil das Wasser sonst nicht weit genug fließt. Also so sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze aus, wenn man das anfängt. Und ja, hier auf dieser Seite machen wir Redstone bis zum vorletzten Block. Auf dieser Seite machen wir eine Redstone Torch. Hier hin. So. Dann Repeater. Ich würde vorschlagen auf Stufe 4. Das geht ganz gut eigentlich. Bis zum Block hier. Bis zum zweitvorletzten. Dann setzt man da einen Block hin. Gut. Und dann tut man an dem Block eine Redstone-Fackel. Die sollte dann kurz angehen und dann wieder aus. So, das war's auch schon. Dann füllt man das hier mit TNT. Habt ihr schon gesehen. Und das Wichtigste, den Knopf, habe ich noch nicht gebaut. Baue ich jetzt mal. Und so. Los. Und ja, nicht sehr präzise, aber an sich ganz praktisch. Ja, das war's für heute von mir und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann abonniert bitte oder liked. Und wir sehen uns auf dem nächsten Video. Tschüss!